toll. Ihr traut es heim. Eis ist Kälte. Offenweise Heerläufer. Ich bin in Midgard. Macht nur weiter. Das hilft nur, mich warm zu halten. Irva Issa! Ich brauche einen Unterschlupf. Sauber! Die Dinger! Wann wurde es hier so schlimm? Wenigstens will mich nicht alles hier töten. Ich muss mich aufwärmen. Ah! Dann überlege ich, wo ich hingehe. Gut aus. Was ist das denn? Eine Art Geist? Was denn? Mehr Raben. Wollt ihr mir etwas sagen? Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Ah! Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Ich muss aus der Kälte raus. Let's go.
Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Wenn ich nach Asgard gehe, folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Moment, sind das rote Blätter? Freyas Haus? Oh, nein. Jauli? Nein! Jauli! Bitte! Bitte! Jauli! Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Jauli! Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Millie! Hey, Millie! Gut, ganz brav. Was für ein Chaos. Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Hat Freya nicht nach dir gesehen? Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm, wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. Kein Geschehen. Wo gehe ich jetzt hin? Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben.
Irgendetwas muss ich doch tun können. Schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Alles wird gut. Glaube ich. Na schön. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Hallo? Ich bin da! Odin? Vogel, ist das Asgard? Hey, warte! Die Mauer! Ich bin in Asgard! Warte, ich komm ja! Oh, nicht sehr freundlich. Sauber! Hey Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. Musstest du mich hier langführen? Ja, Gefahr! Ich weiß! Verstanden! Ich sehe sie! Kaulbar!
Vier Atraus! Sauber! Gemacht habe. Aber wenn ich sofort das Schicksal ändern kann? Was soll ich zu Odin sagen? Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Aber das heißt nicht, dass ich dir diene. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Gauza! Auf der anderen Seite der Wand ist es sicherer. Moment, wie komme ich an der Mauer vorbei? Das kam in Mimirs Geschichte über Rimfru gar nicht vor. Wenn der Sohn des Steinmetzes eine Schwäche eingebaut hat, ist nur Freya davon. Und ich habe sie nicht gefragt. Und warum war Freya überhaupt im Haus? Ist sie bei uns eingezogen? Egal, konzentrier dich, Loki. Galva! Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Ah, vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagte Brock? Wenn ich die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Gauza.
Na bitte. Moment mal, das klingt nach Menschen. Brauchst du Hilfe? Du siehst etwas verloren aus. Oh, ich schaue mich hier nur um. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Skuldr. Loki. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Ah. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Aber Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Du weißt es nicht. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. War das Hugen? Hugen leitet dich? Wer? Odins Rabe. Du weißt schon, Hugin und Munin, er kann dich gut führen, obwohl er sich mit Klettern wahrscheinlich nicht so auskennt. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ich auch. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Das war sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Danke, Skuldr. Hoffe, das stimmt. Tyrs Tempel. Oh je. Kein Wunder, dass wir ihn nicht nutzen konnten. Alles klar. Ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Und wohin jetzt? Hey, Hugin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst.
Edgar! Ein Geist hier oben? Volker! Ja, ich komme. Holen wir die Kette runter. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Atmen. Und ja! Ich hab das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Gauba! Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nein? Wie ihr wollt. Ja, hoch, verstanden. Wow, gut.
Sie sind verbunden. Ja, es ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Geschafft! Ah! Noch mehr Irrlichter! Sauber! Hey, du darfst fliegen. Ich tue, was ich kann. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Bogin, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er wartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Und was hat... Und was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzten. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer, aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter, bis ganz oben. Es geht nur nach oben. Gut, gut. Mach weiter. Komm schon, jetzt nicht aufhören. Weiter geht's! Gut! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Bin fast da!